Herzlich willkommen zur siebten Social Bar. Die siebte Social Bar zum Thema Essen. Wir haben das Thema genommen, weil es lecker ist, weil es ein Thema ist, was jeden jederzeit interessiert, weil wir es wichtig finden, das Bewusstsein dafür zu schärfen, weil es einfach wahnsinnig tolle Projekte gibt, lokal hier in Köln, die zunehmen, die einen Platz brauchen, um gehört zu werden. Und ja, deswegen haben wir gesagt, das ist ein wichtiges Thema. Und der Abend hat das Ganze bestätigt. Es ist wahnsinnig gut besucht hier. Es sind so viele engagierte Menschen hier. Also ja, ich würde sagen, es hat gepasst. Ja, wir hatten ganz unterschiedliche Sprecher. Wie immer. Wir hatten Valentin Thurn, der vom Thema Food Waste berichtet hat. Wir hatten Gartenglück, was für mich persönlich nochmal wichtig war, weil ich bei denen auch eine Parzelle gemietet habe. Und wir hatten Frau Berg. Also ich habe heute Abend eine Suppe gekocht, damit die Menschen hier auch etwas Warmes im Bauch haben. Das ist ganz wichtig. Und aufgrund des Wetters und aufgrund meiner Erfahrung habe ich heute eine rote Linsensuppe mit gewürzter Kokosmilch gemacht. Das spricht alle Sinne an. Und wenn ich mich so umschaue, sehe ich, dass die Menschen zufrieden und glücklich sind. Und wir hatten Diego Gardon und Sonja Langer mit ihren leckeren Kräutersmoothies und ihren Exkursionen. Für mich persönlich eine sehr bereicherte Social Bar. Es war die größte Social Bar Köln, die es je gab. Und wohl auch die größte Social Bar, die es überhaupt je gab. Und ein sehr schöner Abend, atmosphärisch auch.